Hallo Freunde, ich hab Mo von VR, mein Name ist Mo Tensen und Table of Tits ist ein weiterer Titel, der jetzt im April am 16. rauskommt für 20 Euro. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mir einen Text durchgelesen vom Entwickler. Es gibt halt, also es ist halt ein Tabletop-Rollenspiel-Ding. Für eigentlich, ich glaube, die Hauptsache des Spiels ist eine Kampagne, ne? Singleplayer-Kampagne. Aber es gibt auch einen Modus, wo man mit 5 Leuten spielen kann. Einer hat das Headset auf, ist der Böse, und 4 Leute am Bildschirm können irgendwie gegen ihn rundenbasierende Kämpfe austragen. Das klingt ganz spannend. Ich fühle mich gerade merkwürdigerweise in dieses Dream-Angeling versetzt, weil ich hier also in so einem Dachbodenzimmer bin. Witzig, witzig. Aber gucken wir mal. So, also man steuert das Ganze mit dem Move-Controllern. Bisher ist die Grafik zumindest scharf. Und ich guck mal auf den Settings. Wir haben Settings für Musik, Sound, Narration, also Sprache. Ich habe die Musik schon ein bisschen runtergenommen, damit ihr mich gut hören könnt. Dann Subtitles, okay. Vibration, okay. Button Hold, Toggle, Disable, Always On. Ich lasse es mal auf Default. Das ist irgendwas, was hier mit den Zauberstäben zu tun hat, denn ganz, seht ihr das? Es ist ein bisschen dunkel gerade noch. Die Move-Controller sind jetzt so verrückte Zauberstäbe. Was haben wir sonst noch? Das war's erstmal. Ich mach Save. Und dann würde ich sagen, gehe ich erstmal auf New Game. Ja, Multiplayer muss ich da mal schauen, dass ich das mit Menschen, die hier zu Hause sind, ausprobiere. Enjoying the story. Balanced. Challenge. Bag. Interessant. Experience the story without focusing on combat. The intended way to play. Okay, also man kann hier tatsächlich, ohne groß durch Kämpfe genervt zu werden, die Story erleben. Und umgekehrt. Hier wird es richtig hart mit dem Kämpfen. Wir nehmen natürlich die Mitte, ja. Das hört sich doch anfänglich jetzt schon mal alles ganz gut an, finde ich. Und ich bin auch wirklich gespannt. Habe ich schon gesagt, dass es 20 Euro kosten wird? Oh. Das sieht nett aus. Hey, little match pick. Not so little now, I guess. If you're reading this, it's been a long time. I'm sorry I didn't get to see you again before. Well, you're grown up now. Before I died, also bevor ich sterbe, the Solidicor just wanted me to list this with the other items, but the knew you'd appreciated something more personal. Besides, I left you something special. You find it in the attic. Look for the key. You figured it out. White love and adventure. Aunt Moria. Also meine Tante Moria hat mir irgendwas hinterlassen. In the attic. Auf dem Dachboden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dieser Table ist. Hier liegt auch der Schlüssel. Ich kann ihn direkt anfassen. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Ich habe irgendein Spiel gespielt, was ähnlich aussah. Das ist ganz witzig. So. Na, danke Tante. Dann würde ich sagen, los geht's. Hello there. Oh, my. Feels like I've been asleep for years. Ah, guck dich das mal. Nein, nein, nein. Der Brief von der Tante. What this is all about. I remember your aunt being just as surprised. Allow me to introduce myself. My name is Arbitrix. I am the master of the table and a prodigious teller of tales. And you, my friend, are about to embark upon quite the adventure. I hope you're ready. Ja, fast. Also, oh Gott. The storm came out of nowhere. The ship is on its way back to the biggest port in the Crown Islands. Its voyage has been a success. The substantial treasure on deck was
let's say, acquired by four scoundrels who hired the ship for their venture. Who are they, you ask? Pick them up and see for yourself. So, ihr habt es gehört, der... Ich kann leider nicht ins Menü. Moment mal. Doch, kann ich. Setting. Die SoundFX sind nämlich auch tatsächlich ein bisschen zu heftig. Ich schalte das aber ein bisschen runter. So. Und Subtitles sind zwar an, aber das Ganze scheint nur auf Englisch zu sein. Ich weiß, dass ein paar Freunde unter uns das nicht so gerne mögen. Mir ist es natürlich auch lieber, ich kann es direkt verstehen auf Deutsch. Da müssen wir jetzt durch. Und jetzt könnt ihr auch mal hier die lustigen Zauberstäbe sehen. Ja, das haben sie aus dem Move-Controller gemacht. Ich finde, das ist eine nette Idee. Und auch die Erzählform ist jetzt ganz lustig. Also der Vogel wird uns die Geschichte erzählen. Und wir interagieren aber hier... Irgendwie ist jetzt aber... Moment, ich gehe nochmal ins Menü. Bisschen unausgewogen. Ich höre die Musik so komisch. Und die Soundeffekte irgendwie am lautesten. Ich mache mal die Musik relativ weg, weil irgendwie finde ich die eh nicht so heiß, muss ich gestehen. So, mal gucken. This is Hammer, a violent thug who's really good at solving problems. With her ironclad fist. Okay, das ist der Tank offensichtlich. If you want to know more about a scoundrel, place them on one of the plinths on the table edge near you. This one calls herself Nuna. Don't ask where she got her heretical and very illegal powers of dark sorcery. Thomas Turlinger, the apothecary. A genius of experimental potions with a rather... Also, wir sind hier relativ klassisch, so was Tabletop-Rollenspiele angeht. Ich habe da auch mal reinschnuppern dürfen. das war ganz nett und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was sie daraus machen. Muss ich jetzt jeden einmal anfassen? Wenn ich den hier raufstelle, bekomme ich so Anzeigen. Ich stelle mal einen anderen daneben. Captain Frost abandons the wheel, as her there at the rail shouting nonsense into the wind. The crew aren't happy. They've bewitched the captain, yells First Mate Barnabas, and brought this storm upon us. We must take the ship for ourselves. This is mutiny. A band of heroes would try and talk the crew around, but these are scoundrels. The best way they know to end a mutiny is to put it down. Hard. Time to fight. Okay. Each turn, you must spend all your yellow power pips to move, attack or rest in order to defeat your foes. Also, es gibt eine Meuterei. Ich habe noch nicht verstanden, von wem gegen wen. Scheinbar wollen... wird die Besatzung meutern und unsere Heldentruppe, die vier hier, müssen sich jetzt wehren und den Captain verteidigen. Warum auch immer. Gibt sogar einen Schatz. Das fühlt sich wirklich alles ganz niedlich an hier. Guck mal. Wir haben auch Echtzeit-Schatten. Also das Ganze ist ja, ihr wisst ja, jetzt ist der Zeitpunkt, da rede ich kurz über die Grafik. Ne? Wir sind hier in einem sehr kleinen Area. Ne? Wir haben hier den Dachboden. Da sind die Texturen nicht sonderlich scharf und so, aber tatsächlich ist das nur Surrounding. Ich finde das auch nett, dass man so eine Sicht nach draußen spürt. Also irgendwie ist das Gefühl ganz gut, weil eigentlich geht es nur um diesen Tisch hier. Ja, das scheint unser Spielfeld zu sein. Und hier sieht alles sehr gut aus, eigentlich sehr, sehr crisp, würde ich sagen. Spätestens wenn ich hier so rangehe, sind die Sachen sehr, sehr crisp. Und vor allen Dingen auch sehr haptisch. Sie haben ein interessantes Shading, ne? Also es wirkt alles. These mutineers were supposed to help your scoundrels return to civilization with their ill-gotten gains. Extrem dreidimensional. A little skullduggery of their own. Aber ich muss gestehen, ich kriege von dem Englischen hier auch nicht viel mit. Move your scoundrel next to a foe. If you move too far, you'll begin to expend their power pips. Twisted stuff. Dark Course. Ich mach mal einen Dark Course. Geht das so?
Okay, warum hat sie den dahin gemacht? Keine Ahnung. Dann nehme ich ihn, stell den dahin und mache ein. Play this card on an ally within range to expend power pips and give them a boost. Ich verstehe noch nicht, wie ich den steuern kann. Das ist ja witzig. Oder ich sage erst einmal schießen. Oh, irgendwie habe ich es noch nicht drauf. So, dann er. Er kann Support, Attack, also eine Melee-Attacke machen. Oder eine Range-Attacke. Ich mache mal eine Range-Attacke und gebe ihm das drauf. Oder? Muss ich das? Ach, das mache ich auf den, den er attacken soll. Dusch. Das ist witzig, Leute. So, und er. Attacken. Er kann auch noch Melee-Attacken machen. Ich weiß nicht. Leg ich die jetzt auch einfach auf jemanden drauf? Nee. Er ist nämlich zu weit weg, würde ich mal sagen. Was ist denn mit ihr hier eigentlich? Kann ich ihn. Guck mal, hier sind so Füßchen abgebildet. Ich gehe dahin und mache dann eine Melee-Attacke auf diese Figur. Hä? Okay, und dadurch tauschen die Plätze. Ja, interessant. Interessant. Und gehen nochmal. Play this card on a foe within range to expend power pips and attack. Okay. Dann. Achso, die Figuren hier, die sind jetzt aufgebraucht, aber er kann noch was machen. Und zwar ein Self-Support. Na gut. Tada. Ich schätze mal, jetzt sind die Gegner dran. Das ist ja witzig gemacht. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt in dem Video für die Releases für April. Die Firma, die dieses Spiel gemacht hat, die sind keine Neulinge in dem Bereich, ne? Die kennen sich mit Tabletop-Games aus, allerdings traditionell. Zumindest ist es ein Typ, der ständig solche Sachen schreibt, also ein Autor, auch dabei und sowas. Super witzig. Okay, jetzt möchte ich aber mal mit ihr was Richtiges machen. Attack Range. Attack Area, das ist gut, weil da stehen ja zwei Typen. Ich sag mal, sie soll hier einen Fluch verbreiten. Und er. Macht eine Attacke auf den da. Boom. Another sailor comes on deck. Looks like the whole crew is in on the mutiny. The scoundrels will have to defeat them all. Und er macht jetzt eine Range-Attacke auf den da. Ah, zacka. Und eine Self-Bla. Das ist so eine Heilungsgeschichte oder sowas, glaube ich. Und er kann auch noch einmal. Ich würde sagen, er Range-Attack den hier mal. Der ist mir zu nah an der Zaubertante. Und er hier. Ach, guck mal. Da hinten ist auch ein Feind. Oh, da komme ich aber nicht hin. Oder? Nee. Das reicht nicht. Dann bin ich näher rangekommen und er heilt sich eine Runde. Den habe ich gar nicht kommen sehen dann. Wo kommt der her? Aua. Schwimmtücher. Das ist super lustig, Leute. Das ist so richtig klassen. Oh nein. They can't do anything unless someone revives them. Okay, ich würde sagen, der hier kümmert sich um den. Zack. Und nochmal eine Attacke. The ship's cook appears, cleaver in hand. That's all the sailors accounted for. Und der wird jetzt mal die Dame hier wieder beleben. Sie wiederum macht einen Self-Support. Ich kann jetzt, doch, ich kann ihre aktuellen Werte, kann ich sehen, wenn ich die hier raufstelle, ne? Power, Health, 4 von 9, okay. Das ist wirklich witzig, Leute. Ich finde das witzig. Ich würde sagen, sie macht jetzt mal hier auf den Attacke. Das gibt's doch gar nicht, der Typ lebt schon vor lange. Und er, bitte auch,
eine Range-Attacke auf den hier. Denn, denn. Und er macht eine Range-Attacke auf den. Der ist am nächsten. Ja, dann sind sie wieder ein bisschen zusammen. Zack. Fertig ist der Strolch. Und ich weiß nicht, kann ich... Achso, das ist immer nur für himself. Da, Angriff. Gottes Willen. Messer Johnny greift an. Und schießt auch noch. So ein Mistkerl. Wir machen eine Range-Attacke auf ihn. Fiesen Schützen, ja. Und er macht eine Melee-Attack auf den hier. Boom. Und noch eine. Boom. Tja, geht's ja nicht mehr so gut, ne? Und er macht eine Range-Attack auf... Oh, da kommt er nicht an. Das reicht nicht. Kann ich den... Ich kann da hingehen und dann eine Attack machen. Boom. Ich weiß, das sieht jetzt wahrscheinlich nicht so aufregend aus im Video. Aber ich finde das wirklich, wirklich gerade alles sehr nett gemacht. Und noch eine. Boom. Yeah. There is a lot going wrong, and all your scoundrels will need to pitch in if they want any hope of surviving this storm. Try to choose the best scoundrel for each task. The more stars they contribute, the better. Place them on the skill checks and see for yourself. Okay, ich muss jetzt im Schiff so verteilen, dass sie das Schiff übernehmen können. Dieser Muskeltyp da, also er hat zwei. Und drei beim Nachdenken. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, dann stelle ich ihn hier hin, ne? Schnute. Sie ist am besten... Na, sie ist eigentlich gleichmäßig verteilt. Er hier. Na, ich stelle sie wieder zurück. Was ist mit ihm? Er ist am besten im Balance und diesem Handshake. Keine Ahnung, was... Das ist, achso, Charme ist das. Es steht auch da. Fitness und Charme. Sehr gut. Ich stelle ihn mal hier hin. Guck mal, was er hier am besten kann. Hell, eindeutig. Der kommt dahin. Und dann kommt sie mit ihren occasion Fähigkeiten hier hin. Ey! Komm schon. So. Ist doch gut verteilt, oder? Play this card on the skill check to attempt it. Ich weiß nicht so richtig, was sie jetzt von mir will, muss ich gestehen. Ich play mal this card on the skill irgendwas. So. Take and roll the die to find out if you succeed. Gott, jetzt würfelt er, guck mal. Ich würfel. Ting. Ich habe die Kanone weggewürfelt. Wie ärgerlich. Jetzt ist er wieder da. Okay. Okay, also ich kann jetzt auch wirklich klassisch würfeln. Ach, das war ja nicht so. They nimbly climbed up and trimmed the sails, slowing the ship and saving the mast. Well done. Okay, Leute, das ist wirklich mal, also für mich ist das jetzt eine in digitalen Kontext eine ganz neue Erzählform. Das ist wirklich witzig. Ja, es ist ganz hardcore Tabletop. Jetzt wird ausgewürfelt. Jede Aktion der Charakter wird gewürfelt. She lowers her gun. The storm. I heard it. Calling out. Achso, das ist eine Captain. Was ist hier mit dem Schatz? Guck mal, sogar der Schatz wird ein Treasure Chest. Hau. Something was influencing her. Something in the storm. Oh shit. But there's no time to worry about that. Der Captain oder die Kapitänin hat sich ins Wasser gestürzt. And just as well as a giant wave is about to roll over the deck. Brace for impact! I've always wanted to say that.
Unfortunately for these scoundrels, there are only enough safe handholds left for three people. One of them is going to be washed overboard. Question is, which one? It's up to you who fails to hang on. Once you've made your decision, pick them up and throw them overboard. Ist nicht dein Ernst, Vogel? Oh mein Gott, ich muss jetzt einen aussuchen, der quasi über Bord gespült wird. Leider kenne ich die alle noch gar nicht. Ich habe nicht so drauf geachtet. Oh Mann, das ist ja mies. Ich kann jetzt wirklich nur danach gehen, welcher mir irgendwie spontan ein bisschen sympathischer aussieht. Uiuiui. Also er hier ist der Tank. Der ist in, ich sehe es, die Zauberin, die würde ich auch gerne behalten. Und ihn würde ich dann jetzt als so durchschnittlichen Typen einsortieren. Mit einer Range Attack. Dann müssen wir uns leider von diesem Kameraden hier trennen. Na, ich gucke ihn nochmal an. Der ist halt gut in Defense, oder nee, in Fitness, was auch immer das ist. Power und Health. Ich stelle den nochmal auf. Er hat viel weniger Power, viel weniger Health. Aber er kann zwei vorwärts moven. Kann ich den da hinstellen? Ich finde es eigentlich lustig, wenn hier zwei Karten hochgehen, dass man das direkt vergleichen kann. 11. Und eigentlich ist der hier flexibler. Ich gucke nochmal den an. Health 13. Kann drei Schritte machen. Und sie. Health 9. Kann zwei Schritte machen. Ich fürchte, Kollege, du hast zwar die Range Attack. Oh mein Gott. Deine Karte ist weggefallen. Nochmal. Ah, ich wollte nochmal auf die Rückseite gucken. So. Ich kann sie wieder hinstellen. Dorsch. Du gehst über Bord. Kollege, es tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid. Gone. Deep beneath the waves. Only three scoundrels left. Knowing them, their first thought is that this means a larger share of the treasure. There's no time to mourn or celebrate. You've survived, but your ship's badly damaged, and you're not alone. Uh-oh. That's the Sunfish, the personal vessel of Solomon Sanko, governor of the Crown Islands. Ooh, he's taken it back away from the storm. Wir haben hier keine konkrete Lampe, aber das Licht ist eigentlich hier über uns, ne? Seht ihr das? Fast ein bisschen schade. Orks, the most feared pirates in these seas. The governor and his captain are tied up on the deck. The orks clearly don't want you interfering with their plans. Prepare to be boarded. Okay, wir müssen die Orks bekämpfen. Fire Cannon. Das mache ich mal. Oof, that must have hurt. The cannons blasted away one of the orcs. Das war schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich mit dem hier machen kann. Das sind alles Melee-Attacken. Ist vielleicht egal. Ich gehe mal mit ihr ein paar Schritte nach vorne. Ich glaube, so. Und eigentlich wollte ich mit ihr eine Aria. Aria. Was ist denn hier? Wie nimmt er das immer wieder aus der Hand? Warum? Ich bin noch zu weit weg, glaube ich, oder? Was bedeutet das? Ja, irgendwie funktioniert es nicht. Kann ich sie da oben raufstellen? Nee, ich muss rüber übers Schiff, oder? Ich gehe mal da vorne hin. Irgendwie, die Zauberin ist mir gar nicht klar. Ich glaube, die kann aber auch nur zwei Schritte machen. Deswegen wundere ich mich überhaupt, dass ich dahin gehen konnte. Wir nehmen nochmal ihn. Die Kanone kann er nicht nochmal abschießen. Vielleicht kann er sowas auch. Nö. Dann soll er mal bitte... Das geht auch nicht. Er geht jetzt dahin. Und macht einen Self-Support. Meine Güte. Oder ein Attack. Nee, das geht nicht. Dann geht sie jetzt auch hier rüber. Und
Geht das jetzt? Nein. Aber so eine Attacke kann sie machen. Dusch. Okay. Ich gehe mal mit ihm auch hier rüber. Funktioniert das? So ganz klar ist mir das manchmal nicht, ne? Aber ich habe ihn angewählt, also... Ne, er geht wieder zurück. Was ist denn mit der Kanone, ey? Ich verstehe das nicht. Ich gehe mal auf ihn und sage... Ich kann bei ihm eigentlich nur das Self-Ding machen. Mehr geht nicht. Und die Kanone hüpft wie ein Flummi. Keine Ahnung warum. So, wenn ich ihn hinstelle, hüpft die Kanone nicht mehr. Um Gottes Willen, kommt der Ork rüber. So geht das ja nicht, Freunde. Ich gehe mal mit ihr ein bisschen... Achso, ich glaube, ich kann erst was machen. Hä? Eigentümlich. Also, er kann eine Range Attack auf ihn machen. Was schon mal nicht schlecht ist. Sie kann eine Area Attack auf die ganzen Hoshis da machen. Oh, es hat jetzt allerdings auch meinen eigenen getroffen. Und er hier macht jetzt bitte mal einen Melee Attack. Also dafür muss er noch ein Stück gehen. Nämlich dahin. Ich brauche übrigens den zweiten Stab. Brauche ich irgendwie gar nicht. Fällt mir auf, oder? Ich mache gar nichts damit. Der schlachtet jetzt mal bitte auf dem da rum. Und schon geht's denen nicht mehr so gut. Aber wir haben noch einen Boss-Org, nicht zu vergessen. So, und zwar gehen wir mit ihm mal dahin. Und machen ein bisschen Self-Power. Das könnte er auch, glaube ich, inzwischen vertragen. Nee, funktioniert nicht. Sicher scheint irgendwie verzaubert zu sein von den Orks mit Eis. Stuck, genau. Was kann er da noch machen? Melee. Nichts kann er machen. Es sei denn, kann ich mit ihm hier oben hingehen? Ich gehe mal hier hin. Ich mache ihm mal auch ein Heilungsding. Kann ja nie schaden, ne? Oh, oh, der große Ork. Manometer, ey, die hacken ganz schön auf meiner Dame ein, ja. Und das war's aber auch. So, kann der die anderen schon befreien? Oder ist das überhaupt wichtig? Ich gehe mit ihm mal hier hin und sage, er soll den Ork mal melehen. Tschuck. Achso, die tauschen dann immer die Plätze. Daran muss ich denken. Guck mal. Der Tank geht jetzt auch dahin und haut ihm mal richtig ein paar auf die 12. Yes! Warum hüpft die Kanone immer? And Captain Starlin, who is embarrassed he wasn't able to escape his bonds in time to help. Your ship's in no shape to sail. You should come with us to the capital, offers the governor. Ich finde, der Erzähler, die Erzählerin macht aber einen guten Job. Ne? Hört ihr das? Sie verstellt auch die Stimmen und so. Es ist jetzt wirklich, wirklich schade, dass es nicht in nativem Deutsch vorliegt. Das wäre schon ein sehr großer Vorteil. Aber eigentlich, also ich mit meinem wirklich miesen Englisch kriege ich eigentlich ungefähr mit, was passiert. So, wir sind da. Und jetzt wollen wir irgendwo anders hin. Was ist mit ihm hier? Können wir bitte den Schatz mitnehmen? Und die Kanone? Die brauchen wir noch. Den stelle ich mal hier aufs Tablet. Governor Sanko. Er hat die Ability to Punch, aber nicht besonders viel Health. Anyway. Warum ist das so? Und was ist mit ihm hier? Captain Starling. Ability Pistol Shoot. Double Shoot. Okay. Ganz gut aus. Und die gehen jetzt hier rüber, oder was? Ach du Scheiße, ich glaube... Ich habe keine Ahnung, was er gerade von mir will. Moment mal. Einer muss hier rauf, glaube ich. Ich schnall's nicht. Ich schnall's nicht. Ich möchte den Governor loswerden. Das Gold mitnehmen.
go with the sunfish. Ach so. Ach, natürlich, ja. Ich muss einfach nur akzeptieren. The governor's right. Your storm-battered vessel is headed to the bottom of the ocean. It seems the scoundrels have no choice but to bring their precious treasure aboard the sunfish. Excellent, says the governor. Take the cabin next to mine. When we get to Half Arch, you shall be properly rewarded for your bravery. Tada. So, wir sind angekommen, würde ich sagen. Und jetzt? Half Arch, capital and largest city of the Crown Islands. Ah, guck mal, das ist doch mal eine nette Mechanik. Smugglers, artisans, privateers and scoundrels. Es ist ein bisschen lustig, weil diese Art und Weise, dass Geometrie entsteht, habe ich selber schon in zwei Motion Design Filmen eingesetzt. Also nicht, dass komplette Elemente aus dem Boden kommen, sondern nur so wie ein Nailboard, kennt ihr das? Wo man so durchdrückt. Alter. Das ist wirklich nett. Ich glaube... This is Hammer, warrior of true conviction and strength. Nuna the Wise, who protects us with mysterious powers. And finally, Horatio Nine Lives, the thrice blessed swordsman and charming conversationalist. So be sure to speak with him tonight. Without further ado, let us begin the Heroes Celebration! Alright. So, ihr seht es. Wir sind jetzt mittlerweile in der Stadt angekommen. Aber es ist auch jetzt der Zeitpunkt, wo man ein Fazit zeigen kann. Also, ihr habt es gesehen, wie die Aktionen scheinbar funktionieren. Ne? Das ist so ganz klassisch Tabletop, rundenbasierend, mit Würfeleien etc. Quasi sehr, sehr klassisch. Es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, weil in VR hätte man sich jetzt natürlich für ein Rollenspiel oder so auch ganz, ganz neue Methoden ausdenken können. Und das hier, glaube ich, ist aber was für Fans der alten Schule. Und das Nette ist, dieses ganze Nervige, nämlich das Gewürfel und dass man sich Werte merken und aufschreiben muss, übernimmt hier natürlich der Computer und die PlayStation, Entschuldigung. Und wir können jetzt einfach spielen und die Geschichte erleben, etc., etc. Kleines Manko halt. Es ist sehr schön erzählt, aber finde ich von dem Vogel, der macht einen sehr guten Game Master, aber halt auf Englisch, verstehe ich halt genügend, würde ich sagen, um so mitzukriegen, was passiert. Die Feinheiten gehen wahrscheinlich verloren. Ist, glaube ich, für die meisten von uns jetzt nicht so ein riesen Manko, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Grafik sieht ganz süß aus. Also der Stil ist halt sehr, ich sag mal, normal so für sowas, ja. Also das ist jetzt keine sehr spezieller, stilisierter Kram oder so. Die Figuren sehen ja tatsächlich aus, glaube ich, wie so Rollenspielfiguren. Ich bin gerade nicht so sicher, ob ich das so geil finde, dass es so ein Piraten-Setting ist. Ja, es ist nicht so absolut meins, aber hey. Oh mein Gott! Ich habe gerade gemerkt, wenn ich die Daumentaste drücke, dann guckt euch das mal an. Hier ist ein Teleskopeffekt. Das ist ja mal nett. Also, ich finde es sehr überzeugend. Für 20 Dollar, und das bedeutet wahrscheinlich 20 Euro, ist das hier ein Riesenspaß. Um sich mal wirklich so ein bisschen zu vergraben und eine Geschichte zu erleben und Sachen zu machen. Sehr interessant. Ich drücke jetzt nochmal ein paar andere Knöpfchen. Bei Trigger drücke ich immer, wenn ich irgendwas aufnehmen will. Ne? Und Daumen haben wir jetzt gelernt. Warte mal, ich nehme sie mal auf und... Das ist lustig. Oben rechts das Dreieck ist fürs Menü. So. Also, und die Tasten unten haben, soweit ich das jetzt merke, keine Bedeutung. Tatsächlich braucht man auch, wenn ich mich nicht täusche, eigentlich den linken Move-Controller. Also der funktioniert. Aber es würde, glaube ich, auch mit einem fantastisch laufen. Ich habe jetzt immer nur einen benutzt. Aber naja, es ist, keine Ahnung, man kann an einem die Batterien sparen. Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt meckern würde, wenn man einen ausschaltet. Und tja,
bis hierhin würde ich sagen, für ein First Impression reicht das erstmal. Kurz und knackig. Wir haben ein Stück Geschichte erlebt und jetzt ruft das Abenteuer. Aber das hebe ich mir dann auf. Vielleicht machen wir das mal zusammen oder so. Und würde sagen, mein erster Eindruck sehr, sehr gut. Ja? Finde ich sehr witzig. Ich wusste hier nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und das, finde ich, ist alles allerliebst gemacht. Grafik stimmt, Sound stimmt, Erzählung stimmt. Gameplay-Mechanik ist halt klassisch und interessant. Für mich tatsächlich. Ich habe jetzt ein paar Mal so echte Real-Life-Tabletop-Rollenspiel-Sachen gemacht. Und fand das halt mit den Zetteln und den Werten immer so ein bisschen lästig tatsächlich. Ja? Alles andere super. Interessant eigentlich. Man könnte es auch auf die Spitze treiben und das hier, finde ich, online machen. Also dass jeder eine Figur steuert oder so. Aber dann würde ich auch fast sagen, dann würde ich lieber ein richtiges Rollenspiel wie Skyrim oder so, wo ich mit vier Freunden unterwegs bin oder sowas. Weiß ich auch nicht. Es ist interessant. Es ist ein interessantes Konzept. Schön, dass es das jetzt in VR gibt. Das war es erstmal für mich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht auch so Oldschool-Tabletop-Rollenspieler seid oder so. Ich finde es sehr interessant. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und ich hoffe, den gebt ihr mir auch. Bis dann. Bye-bye.